Hallo, liebe Freunde, ich bin wieder gesund. Vielen Dank für die vielen guten Wünsche und Tipps, wie ich denn wieder gesund werden könnte. Es war jetzt nicht so schlimm. Ich habe ein altes Hausmittel von mir angewandt, um die Häuser ziehen und sich alles reinpfeifen, was zur Verfügung steht. Und schwupps, bin ich wieder gesund. Ja, es war nett, dass ihr mir da geschrieben habt. Vielen Dank. Aber es war jetzt nichts besonders Schlimmes. Ganz normale Erkältung. Ich muss on the fly wieder ein Video machen, sonst gerät es in Vergessenheit, wie sehr die ARD mal wieder manipuliert. Peter Böhringer hat als Antwort auf die Rede von Olaf Scholz als erster geredet von der AfD und er ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Und die ARD hat seine Rede einfach ausgelassen. Das muss man sich mal geben. Da ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, hat natürlich die besten Argumente gebracht. Ihr könnt das auf seiner Webseite anschauen. Und die haben nur die anderen Parteien gezeigt, die ja alle finden, dass alles super ist und wir noch mehr. Also da ging es ja um die Rettungsmaßnahmen auch, die Euro-Rettungsmaßnahmen und so weiter. Und alle anderen Parteien wollen ja noch mehr retten. Das heißt, die Regierung, die sozialistische Regierung, redet und sagt, ja, wir müssen noch mehr Geld in den Gemeinschaftstopf tun. Die anderen sagen, nein, dann noch viel, viel mehr. Und die einzige oppositionelle Stimme, den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, lassen die einfach aus. Das ist natürlich DDR pur, ja. Ich meine, es ist sowieso klar, dass es Staatsfernsehen ist. Aber wenn man so dreist sein kann, auf Phoenix lief es natürlich, weil da läuft alles. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen, dass sie das dann rausschneiden. Aber das muss man sich mal reinziehen. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses und die AfD ist die stärkste, auch nominell die stärkste Oppositionspartei. Und die Tagesschau lässt es einfach weg. Die entscheidenden Argumente. Also wenn es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, dass das natürlich Systemfernsehen ist und wir werden auch noch gezwungen, das zu finanzieren. Das ist absolut unglaublich. Und natürlich wieder Zahlen zur Kriminalität. Faktenfinder, könnt ihr mal recherchieren, woher das kommt? Die Factfinder Division. Diese Organisation taucht schon in meinem Buch The New World Order Exposed auf. Kommt auch gleich nochmal. Es gibt keine Messerepidemie in Deutschland. Das ist die Überschrift. Also könnt ihr da mal reinschauen, wie sie das wieder hindrehen und rechtfertigen? Da wird dann gesagt, ja, wir haben gar keine Vergleichszahlen, ja, weil sie oft nicht erhoben werden, aber da, wo sie erhoben wurden, ist eben dieser starke Anstieg wie in Leipzig. Und auch hier nochmal, wenn 300% in Österreich, Gesamtösterreich der Anstieg ist und die Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung ist fast dieselbe wie die in Österreich und die Einwanderergruppen sind auch fast dieselben. Wenn es da um 300% steigt, kann es nicht sein, dass es bei uns nicht auch in dieser Größenordnung steigt. Auch wenn das bei uns noch nicht erfasst wurde. Und in Leipzig entspricht sogar genau dieser Steigerung. Da sagen sie, ja, da wären vielleicht Fälle von damals aus der Statistik gefallen, deswegen klingt es jetzt nach mehr Steigerungen. Und in Berlin ist die Steigerung gar nicht so hoch. Ja klar, weil da diese entsprechenden Gruppen schon seit Jahren sind. Das heißt, wenn da neue reinkommen, macht das prozentual natürlich nicht so viel aus. Aber in Leipzig, wo diese Gruppen vorher nicht waren, steigt es dann um 300%. Dann ein sehr interessanter Bericht auf Gatestone-Institut. Ich habe da einen Artikel von Steemit verlinkt. Übrigens immer bei mir auf Twitter schauen. Auf meiner Webseite sind die Twitter-Posts auch alle da. Wurde leider noch nicht übersetzt komplett, aber hier die entscheidenden Zahlen. Wird zitiert vom Gatestone-Institut, dass laut dem Direktor des Verbandes der Kriminalpolizei, André Schulz, bis zu 90% der in Deutschland begangenen Sexualverbrechen nicht in der amtlichen Statistik auftauchen. Nicht. Es gibt eine strikte Anweisung der Behörden, über Verbrechen von Flüchtlingen nicht zu berichten, sagt ein hochrangiger Polizeibeamter in Frankfurt der Bild. Habe ich euch auch schon vor Monaten berichtet. Das ist so. So, wenn man sich das jetzt dann ausrechnet. Hier,
Oder ein Teil. Ein Quartalsbericht zeigt, dass Zuwanderer in den ersten 9 Monaten des Jahres 3.466 Straftaten begangen haben. Das sind rund 13 pro Tag. So, und wenn man jetzt das dann hochrechnet, dass 90% gar nicht erscheinen, dann können wir davon ausgehen, dass eben die Zahlen entsprechend 10-mal so hoch sind. Wartet mal, ich glaube, er hat es hier auch ausgerechnet. Nein, er hat es nicht ausgerechnet. Also wir reden hier eventuell von 12.000 Straftaten. Wenn man das so hochrechnet, ja genau, dann ist bei dieser Dunkelziffer von 33 Sexualdelikten von Migranten verübt pro Tag. Wenn wir die Zahl ernst nehmen, dass 90% gar nicht erscheint. 33 pro Tag. Das Interessante ist nun, deswegen wollte ich auch unbedingt das Video machen. Der Gründer des Gatestone-Instituts ist John Bolton. Und das ist der neue Sicherheitsberater von Donald Trump. Der also den McMaster ersetzt hat, der ja auch Globalist war und von Anfang an kritisiert wurde, auch von den Tulsa-Medien. John Bolton selber ist eigentlich auch ein Falke, Neokon und so weiter, also von daher auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, aber das Gatestone-Institut hat einen totalen Fokus auf die Einwanderungsproblematik. Also die kennt keiner besser als der John Bolton. Also für Deutschland, ja, also jetzt mal von dem Neokon und Falken mal abgesehen, für Deutschland ist es sehr gut. Also er hat es zumindest auf dem Schirm, was hier los ist. Fand ich also wichtig, ja, fragt man sich ja immer, inwiefern sich die Trump-Administration auch um Deutschland kümmert. Q hat ja, übrigens, ich kenne diejenigen, die ihn sozusagen zu der Antwort provoziert hat, auch mal auf Deutschland und auf Angela Merkel einzugehen. Also die haben das schon auch auf dem Schirm. Jetzt, wenn man Q nicht ernst nimmt, dass John Bolton. Das ist ja eine ganz offizielle Sache, dass der das Gatestone-Institut leitet. Ist auch regelmäßig auf Fox zu sehen als Contributor. Dann sehr interessant, AfD untersucht Verbindungen zwischen Merkel-Regierung und George Soros. Das ist die Überschrift, könnt ihr auf Sure-Watch nachlesen. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Petr Bistron, hat dazu zwei kleine Anfragen eingereicht. Hat einmal darauf verwiesen, auf dieses Brevier von 226 zuverlässigen Verbündeten, das habe ich ja auch schon vor längerer Zeit veröffentlicht. Dann wird hier noch zusätzlich zitiert, dass laut Reuters die Regierung von Israel Soros als eine Bedrohung für die Sicherheit Israels kritisiert. Soros unterwandert kontinuierlich die demokratisch gewählten Regierungen von Israel und finanziere Gruppen, die den jüdischen Staat diffamieren und ihm das Recht auf Selbstverteidigung nehmen wollen. Habe ich auch schon öfter zitiert, dass der Soros auch von der Jerusalem Post kritisiert wird, dass er die Nationalstaaten zerstören will. Und die Jerusalem Post ist kein alternatives Medium und kein Verschwörungstheoretiker-Medium. Und dann der Oberhammer, wusste ich nicht, dass der Außenminister Sigmar Gabriel im Frühjahr 2017 eben diese von Soros geförderten Gruppen wie Breaking the Silence und B'Tselem besucht hat und damit den Netanyahu brüskiert hat. Grundsätzlich nichts Schlimmes, den Netanyahu zu brüskieren, aber außerdem war Gabriel ein gern gesehener Gast beim Soros-finanzierten European Council on Foreign Relations. Nochmal für die Leute, die es nicht wissen: Council on Foreign Relations ist die Rockefeller gegründete Stiftung. European Council ist ein Ableger, German Council ist ein Ableger. Rockefeller und Rothschilds haben offiziell, ich glaube 2012, ihre Kräfte gebündelt. Das heißt, wir sehen hier eine Rockefeller-Rothschild-Soros-Organisation, für die Herr Gabriel so gerne reden hält. Das ist natürlich nicht die einzige Verbindung. Ich habe in meinem Buch New World Order Exposed auch noch eine weitere Verbindung von Soros zu Merkel drin. Also der Merkel-Plan ist der Soros-Plan, kann man ganz einfach nachweisen. Könnt ihr wahrscheinlich auch selber recherchieren. Ich weiß aber jetzt, hat jetzt nicht parat. In meinem Buch sind die ganzen Sachen drin, wer den entsprechenden Teil daraus kopieren will, kann das machen, wer das englische Buch hat. Also nur den Teil, nicht alles. Ja, also es wird wieder vertuscht und gelogen, dass sich die Balken biegen, um die wahren Verhältnisse zu verschleiern. Jetzt gehe ich noch mal kurz in meinen eigenen Twitter-Account. Was dann noch? Wie viel habe ich noch? 5 Minuten.
Ja, der Kubicki hat sich da irgendwelche Behauptungen aufgestellt über Zwischenrufe, die er nicht beweisen kann von der AfD. Angeblich antisemitische. Es ist ja, wäre ja sehr einfach zu beweisen, weil das alles aufgezeichnet wird, die Bundestagsdebatten. Also das kann, die haben ihn jetzt angezeigt, finde ich gut. In Frankreich haben sich 100 Intellektuelle, unter ihnen Maler, Schriftsteller, Philosophen, gegen die in Frankreich immer mehr Fuß fassenden Islamisierung ausgesprochen. In Deutschland, der Aufruf läuft auch sehr gut. Ich habe übrigens mit unterzeichnet, aber ich erscheine da nicht auf dieser Liste von Autoren, Professoren und so weiter. Ist jetzt egal, ja. Hauptsache, es gibt diese Liste. Aber ich will euch nur sagen, vollständig ist die offensichtlich nicht. Aber immerhin, das, was sie da veröffentlichen, ist ja gut. Ja. Dass sich halt immer mehr, weil ja immer behauptet wird, nur die Abgehängten sind gegen die Einwanderung. Und das sind halt Professoren, Doktoren, Autoren, Schriftsteller und so weiter. Ja. Gut, in Südfrankreich war ja auch mal wieder so ein Islamistenentführungsfall im Supermarkt. Habt ihr sicher mitbekommen. Ah ja, auch noch interessant, der in Schweden geborene Hip-Hop-Rapper Ken Ring, vermutlich auch Migrationshintergrund, das sehe ich jetzt aus der Überschrift nicht, wahrscheinlich Afrika, der will wieder zurück nach Afrika, weil es in Schweden zu, oder will jetzt nach Afrika auswandern, muss man ja sagen, weil er in Schweden geboren wurde, weil es in Schweden zu gefährlich wird. Ah ja, schwedisch-kenianische Rapper, also kenianische Wurzeln, einen Rapper. Mit kenianischen Wurzeln wird es in Schweden zu gefährlich und deswegen wandert er zurück, will er zurück nach Afrika. So weit ist es schon. Und der ist ja wohl super glaubwürdig. Ja? Ich meine, der hat ja keinen Grund, das zu verschleiern. Die Gangs bekriegen sich heute offen, mein älterer Bruder wurde ermordet. Aha, ja. Habe ja schon öfter gesagt, wenn es die Leute selber erwischt oder aus dem Umfeld, dann klick. Zuweilen startet dann ein ganz schneller Erkenntnisprozess. Also bei dem hat es offensichtlich schnell Klick gemacht, oder was heißt schnell, dann Klick gemacht, nachdem es ihm seinen Bruder erwischt hat. Ja, wissen wir schon lange, die No-Go-Zones, Gewaltschießereien, Granatenangriffe. Selbst der Einwanderungsbefürworter, Premierminister Stefan Löfven, schloss kürzlich nicht mehr aus, das Militär auf die Straße zu schicken. Hat nichts mit der Einwanderung zu tun. Schweden war ein absolut friedliches Land vorher, da war gar nichts los, gar nichts. Ein Ladendiebstahl war da wahrscheinlich die größte Meldung 1970, wenn einer ein Kaugummi geklaut hat. Oh, ein Schwede hat ein Kaugummi geklaut, wie kann das sein? Und heute sind Messer, Stechereien, Vergewaltigungen und Morde an der Tagesordnung nach der Grenzöffnung. Weil da ja schon in den 70ern, deswegen sind die weiter als wir, wobei wir natürlich mit Riesenschritten da aufholen. Ja, habe ich mal wieder Themen drin gehabt, wo es sein kann, dass ich dann gesperrt werde. Aber meistens werde ich dann zensiert, wenn ich eben Dinge nachweise, wie in dem Fall mit den Messerangriffen. Das wurde dadurch nicht viral. Aber auch da kann ich euch verraten, wird es bald Besserung geben. Wir werden auch im nächsten Kryptomagazin einen Wert vorstellen, der möglicherweise die Basis für ein neues soziales Netzwerk sein wird. War auch schon der Top-Pick im ersten Magazin, hat zwischenzeitlich schon 75% zugelegt, kommt gerade wieder ein bisschen zurück. Unserer Meinung nach ist da fundamental nach oben noch viel mehr drin. Und das Schöne ist eben, man kann sich daran beteiligen, man kann Geld damit verdienen und dem System beim Zusammenbruch zuschauen. Weil eben, das wird das Ende der Zensur und das wird natürlich auch der Machtelite extremen Schaden zufügen. Und man kann auch noch Geld damit verdienen. Ja, das ist das Positive, auch wenn Deutschland im Allgemeinen im Chaos versinkt. Aber der Widerstand regt sich, also ich baue auf einen deutschen Sommer. Irgendwann müssen sich alle auf einen Termin einigen in Berlin und dann müssen alle lokalen Gruppen, am besten als Frauenmarsch, finde ich, nach Berlin, weil das ist der am wenigsten angreifbare. Zumindest entlarven sich die Linken damit am meisten, wenn sie das tun. Alles andere ist ein bisschen leichter angreifbar, aber ein Frauenmarsch im Sommer sollte man sich sehr gut aussuchen, den Termin, dass die Leute auch Zeit haben, dahin zu fahren, also Wochenende oder so. Gut, jetzt ist schon fast wieder Schluss.